Hallo! Falls du neu auf unserem Kanal sein solltest, wir sind Annette und Michael und segeln seit über 4 Jahren mit unserer Limelight um die Welt. Zurzeit sind wir auf den Marquesas, einer Inselgruppe in Französisch-Polynesien. In diesem Video segeln wir von Tawata zu einem fantastischen Festival auf Fatuhiwa. Falls dir unser Video gefällt, wäre es super, wenn du uns einen Daumen oben und gern einen Kommentar oder ein Abo dalässt. Das würde uns sehr helfen. Viel Spaß beim Schauen! Heute wird das Dinghy gereinigt. Die Annette geht schon gleich unter. Mal gucken. Ich hätte den Schaber mitbringen sollen, so ein Mist. Das geht aber noch gut ab. Ja? Ja. Ich habe wieder mal ein kleines Computerprojekt. Annettes Laptop, da geht die Tastatur nicht mehr, also verschiedene Buchstaben gehen nicht mehr. Jetzt baue ich hier mal die Platine aus und hoffe, dass ich dann sehen kann, was mit der Tastatur so los ist. Ich habe alle Anschlüsse kontrolliert. Es war nirgendwo Korrosion zu sehen. Jetzt baue ich das Gerät wieder zusammen. Oh Wunder, oh Staunen, der Rechner läuft, aber der Buchstabe M, V und die Leertaste gehen leider immer noch nicht. Schade. Wir haben heute Morgen um 4.30 Uhr unseren Ankerplatz bei Tahuata verlassen und sind aufgebrochen Richtung Fatuhiwa. Das Wetterfenster ist jetzt gut und haben jetzt ungefähr 40 Meilen und da wollen wir dann das Marquesas Festival genießen. Kommen wir gleich ums Kap rum und dann können wir hoffentlich unseren Kurs anlegen. Sonne kommt hinter der Insel vor. Fatuhiwa ist in Sicht. Noch 12 Seemeilen. Da sind wir da. Da hinter uns Hiwaoa. Herrliches Segeln. Hart am Wind. Nacht jetzt hier in Omoa gelegen und hier soll ja auch das Festival dann stattfinden am Wochenende
Aber es kommt hier momentan riesiger Schwell rein und man kommt auch schlecht mit dem Dinghy da hinten an Land. Deswegen werden wir wahrscheinlich jetzt hier gleich Anker aufgehen und weiter in die nördliche Bucht uns verlegen. In die Bucht Hanna-Wawe. Da ist es hoffentlich ein bisschen ruhiger, aber es ist gigantisch. Wie diese Felsen steil ins Meer stürzen. Der Anker ist unten, aber ich glaube, die Annette ist nicht ganz so zufrieden, ne? Nee, nicht so ganz. Die Kette ist so fast rausgesprungen, das ging mit einem Höllenzug und irgendwie... Was war das Problem? Dreifache Länge. Also das Problem war, dass es unwahrscheinlich tief ist hier. Also wir haben jetzt auf 25 Meter geankert und mussten unsere ganze Kette rauslegen, damit wir wenigstens dreifache Kettenlänge haben. Und jetzt geht die Sonne unter. Und was machen wir zur Zeit, gleichen Zeit? Wo ist es? Was machen wir? Wir trinken ein Ankerbier. Jawohl. Also hier ist ganz schön Action. Es sind wohl ein paar Boote abgetrieben schon. Manche legen den zweiten Anker. Aber wir scheinen fest zu sein. Super Landschaft. Erster Landgang hier auf Fatuhiva. Hier gibt es ein schönes Dinghy-Dock. Ist geschützt, man kommt gut an Land. Wir wollten unseren Müll wegbringen, haben aber leider keine Mülltonne gefunden. Somit nehmen wir unseren Müll wieder mit an Bord. Richtig geile Kulisse hier. Rettungsmanöver. Nachdem wir zwei Tage hier schon vor Anker gelegen haben, ist heute Morgen um 6 Uhr die Leimheit auf Drift gegangen und wir sind ziemlich schnell abgetrieben. Schüttet es auch noch ordentlich. Ja, Gott sei Dank liegt unser Anker jetzt wieder und er scheint auch zu halten. Jetzt soll es nur ein, zwei Stunden so windig sein und dann soll der Wind Gott sei Dank nachlassen. Hier sieht man ganz gut, wie die Schiffe sich im Wind hin und her drehen. Wir haben bis zu 40 Knoten Wind. Michael kommt von Land. Hier gibt es Gott sei Dank
endlich einen Wasserhahn mit Trinkwasser. Und jetzt füllen wir unseren hinteren Tank, damit wir auch für die Tuamotus gerüstet sind. Da ist der Wassermacher. Das sind die ersten Vorbereitungen. Wir werden gleich im Konvoi in die andere Bucht fahren zum Festival. Und hier ist der Treffpunkt für alle, die mitwollen. So, wir sind vorbereitet. Okay, also we are fixed. Dann machen wir uns jetzt alle fest und dann lassen wir uns irgendwie an Land bringen. Da sind wir mal gespannt, wie das so funktioniert. No, alright. We'll take 6, not 8. So. Or we'll take 4 more. 2 more, not 4 more. Oh, come on, the loading's overrated. Da kommt schon die Delegation, das sind wahrscheinlich die ganzen Bürgermeister und Abgeordneten. Wir werden mit Dingi an Land gebracht. Und da draußen steht noch die Aranui. Und die Versorgungsschiffe kommen und laden Leute ab und Lebensmittel, alles Mögliche. Also hier ist ordentlich was los. Oh!
Fuck, I don't know! Heute war das erstmal hier die Vorstellung von allen Inseln. Und jetzt gibt es abends immer Vorführungen von der jeweiligen Insel für 45 Minuten. Ein fantastisches Erlebnis. Zweiter Tag vom Festival. Und das ist der Fluss, der da vorne ins Meer nimmt. Es ist fantastisch. Das ist der moderne Steinmetz. So werden heutzutage die Tikis gemacht. Das ist ein Erdofen. Der wird jetzt ordentlich angeheizt und dann anschließend kommen wahrscheinlich
Bananenpalmblätter da rein und irgendwann dann das Schwein, das wir dann morgen verzehren werden. So, das kommt dann da rein. Perfekt. Und da werden jetzt die Schweinestückchen in Kokospalmenblätter schon portionsweise angepackt. Und da wird jetzt das alles eben gewürzt, ne? Hier ist Knoblauch, richtig schön. Richtig lecker. Jetzt die Schweine drin, jetzt wird das alles zugedeckt. Modern. Jetzt kommt da der Wert. Die Hauptstraße. Mit einer tollen Kulisse. Das waren die ersten beiden Tage des Marquesas Festivals. Im nächsten Video nehmen wir euch mit zum Öffnen des Erdofens und Vertilgen der leckeren Speisen.